Jo, hey, meine Freunde, was geht, Bro? Schön, dass ihr auf jeden Fall eingeschaltet habt. Ich melde mich direkt zu Wort nach dem Stream. Ja, wir haben ja gerade gestreamt und wir haben heute natürlich 6000 Abonnenten gekriegt, Leute. Also 6000 Abos, die mich schon so lange Zeit begleiten. Finde ich sehr nice. Wollte mich dafür einfach nochmal bedanken. Ich hoffe natürlich, es hat euch heute auch gefallen, der Stream. Der war so ein bisschen kurz eingeworfen. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich jetzt über Nacht 6000 Abonnenten kriege. Bin jetzt mittlerweile schon wieder ein bisschen drüber. Wollte mich einfach nochmal dafür bedanken. Finde ich auf jeden Fall sehr nice. War wirklich cool und finde ich einfach nur nett und ja, schön, dass wir es noch geschafft haben jetzt endlich mal. Hat ja doch ein bisschen länger gedauert wie erwartet. Davor lief es ja richtig gut. Habe ich teilweise 50 Abos pro Stream gemacht, ja. Das ist jetzt leider nicht mehr so. Ich weiß nicht, ob es auf den wegen den Ferien oder so ist. Ein bisschen schade, dass jetzt keiner mehr Bock hat, wirklich die Streams zu gucken. Sehr, sehr wenig Leute und auch immer die gleichen so. Auch wenn neue kommen, die sind sofort wieder weg und so. Keine Ahnung. Keine Ahnung, warum ich die nicht halten kann oder so, ja. Ja, das wollte ich auf jeden Fall loswerden, Leute. Ich bedanke mich bei der ganzen Community. Zu der Community zähle ich mittlerweile bloß noch die Leute, die auch wirklich permanent dabei sind. Ja, das heißt 5850 oder 5900 sind fast nicht mehr in der Community. Ja, Freunde. Ansonsten werde ich am Dienstag wieder was machen. Am Dienstag werde ich wieder streamen. Werde das Ganze vielleicht auch bei Facebook nochmal bekannt geben, was gestreamt wird und wann. Also bitte, Leute, und fasst es jetzt nicht als irgendwie klickgeil oder irgendwie followergeil auf. Ihr könnt mir gerne auch bei Facebook folgen, dann kriegt ihr die ganzen Infos direkt immer aufs Handy, wenn ihr die Nachrichten aktiviert habt. Wenn ich was reinschreibe, dann seht ihr sofort, aha, da und dann hat der Panda das vor, das und das hat er sich gekauft, das und das hat er vor und wie auch immer. Und da könnt ihr dann natürlich sofort reingucken und könnt es dann irgendwie mitkriegen. Ja, momentan bin ich unzufrieden mit der Leistung des Kanals. Ja, liegt jetzt nicht an die Leute, die permanent gucken, sondern mehr an die Leute, die einschalten, gleich wieder ausschalten und wie auch immer, vielleicht teilweise auch gar nicht einschalten. Ich hoffe auch, dass jeder, der immer guckt, auch einen Kommentar da lässt. Das ist nämlich auch sehr wichtig, Freunde. Würde ich sehr cool finden. Und auf jeden Fall auch Likes und so da lasst, ja, weil das ist nämlich wichtig, dass ein Kanal überhaupt zu was wird, Freunde. Und deswegen müsst ihr da umso mehr ein bisschen aktiver werden. Ich will es bloß nochmal erwähnen. Ich habe schon oft gemacht. Es ist auch manchmal notwendig, euch das nochmal zu sagen, weil ihr irgendwie das manchmal vergesst. Ich weiß nicht warum. Auch bei den Streams ist es echt traurig. Es sind 20, 30 Leute im Stream. Ich frage was. Es meldet sich vielleicht einer oder zwei. Ja, das Ganze ist fast zum Heulen. Würde ich in einem Hochhaus wohnen, würde ich vielleicht runterspringen. Nein, Spaß. Ja. Also ein riesen Dankeschön auf jeden Fall nochmal. Ich hoffe, Zelda hat euch auch gefallen, Leute. Auch worauf ihr eingehen solltet, ist diese Frage jetzt. Ich würde auch gern Zelda nochmal die den höheren Schwierigkeitsgrad würde ich gerne nochmal zocken. Ich werde ihn auch nochmal zocken. Die Frage ist, ob ihr davon was sehen wollt. Wollt ihr, dass ich Zelda mal streame, während ich den Modus spiele? Also ihr könnt gerne auch mal in die Kommentare schreiben. Der nächsthöhere Schwierigkeitsgrad, der ja wirklich krass sein soll, den würde ich gerne mal streamen. Oder will ich spielen. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann einfach in die Kommentare schreiben. Es müssen sich natürlich ein paar mehr Leute melden. Für ein, zwei Leute werde ich das nicht machen. Also 10, 20 Leute, die schreiben, ich würde gerne Zelda sehen. Wäre auf jeden Fall cool und würde mir auf jeden Fall zeigen, dass dies auf jeden Fall vielleicht ein richtiger Weg wäre, um nochmal was Neues zu bringen, Freunde. Demnächst wird auch noch ein sogenanntes Fortnite kommen. Vielleicht kennt es ein oder andere von euch. Das ist ein Online-Multiplayer-Spiel. Man kann dort Zombies bekämpfen, muss Ressourcen sammeln, muss Basen bauen. Kommt demnächst für die PlayStation 4 raus. Xbox 360, genau. Xbox One und PC. Wer Bock hat, kann natürlich bei mir gucken. Destiny 2 wird natürlich auch kommen. Wer also Bock hat auf Destiny, womit ich auch groß geworden bin, kann bei mir demnächst die Destiny 2 Beta bei mir angucken, Leute. Ja, Freunde, das war es eigentlich soweit. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall erstmal. Achso, ich habe noch was Wichtiges zu sagen, das habe ich jetzt fast vergessen. Es gibt jemanden in meiner Community, der sehr, sehr viel für mich macht und auch ein richtig guter Freund geworden ist in der Zeit, wo ich angefangen habe mit YouTube. Er hat mich damals kennengelernt bei 1000 Zuschauern oder bei, ich weiß nicht, vielleicht kannst du es ja mal schreiben, Sokon. Ausrufezeichen oder Anführungsstriche.
Er hat mich kennengelernt, ich glaube bei, weiß nicht, 800 Abos oder so hat mich dann geguckt, hat auch schon mal ein Lied über mich gemacht, was auch sehr cool war. Man darf natürlich jetzt keine Bushido oder Sido erwarten, es ist aber trotzdem geil und ich finde es mega cool, was er sich für Mühe dafür gibt. Fand ich cool, es hieß damals Danke Panne. Er hat jetzt noch ein zweites Lied gemacht, mehr oder weniger ein Lied, was er mir zu 6000 Abonnenten schenken wollte, was er natürlich auch gemacht hat. Ich habe schon reingehört, ich finde es mega geil. Und der Beat ist natürlich auch mega krass, also vielen, vielen Dank und nochmal einen riesen Respekt an dich, Sokon, dass du die ganze Arbeit immer machst und dass du mich da auch echt mit glücklich machst und mir zeigst, wie gern du mich eigentlich hast. Das kann ich nur zurückgeben, Digga, ich habe dich auch sehr, sehr gerne, du bist einer meiner besten YouTube-Freunde geworden. Ich kann mit dir eigentlich über alles labern, so auch wenn wir das noch nicht wirklich gemacht haben, aber von deiner Art her weiß ich, dass du auf jeden Fall ein richtig korrekter Typ bist und weißt... ja, einfach wie man, was ein Freund ist, ja. Jo, Leute, ich werde den Kanal verlinken oder das Video verlinken von Sokon. Er hat es ja bei sich hochgeladen. Da könnt ihr gerne dann mal draufklicken und euch das mal angucken. Ist auf jeden Fall sehr nice geworden. Ich finde, Sokon hat es verdient, dass die Leute auf sein Video aufmerksam gemacht werden. Denn er hat sich da wirklich sehr viel Mühe gegeben und ich bin dir sehr dankbar dafür, Digga. Das ist der einzig richtige Weg, den ich gehen kann, um dir als Dankeschön vielleicht ein bisschen entgegenzukommen, denn alles andere wäre nicht rechtens oder wäre nicht gerecht, was deine Mühen angeht, Digga. Ja? Gut, dann bedanke ich mich auch immer bei die mitzocken, bei die immer da sind, bei die mich jedes Mal supporten, bei die mich wirklich, die wirklich Fans von mir sind, ja, finde ich sehr nice von euch, wirklich vielen Dank, ihr Leute haltet mich am Leben, ich hoffe, das geht auch weiterhin so, vielleicht kommen euch noch ein paar Leute dazu, es ist jeder gewillt oder es kann jeder gerne schreiben. Und ja, Leute, dann werden wir demnächst mit Crash Bandicoot weitermachen. Morgen wird was Neues kommen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall am Dienstag oder wenn die Destiny-Beta losgeht. Ich weiß gar nicht mehr, wann die... Ich glaube am Dienstag, oder? Wahrscheinlich werde ich dann sogar Destiny streamen, bestimmt. Mal gucken. Gut, Digga, dann haut's rein oder Diggas, haut rein. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Danke auf jeden Fall für den Stream heute. Hat Bock gemacht. Danke für die 6000 Abonnenten. Ich hoffe, ihr reagiert auf dieses Video hier. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ihr Bock auf Zelda habt. Kann man vielleicht mal mit einwerfen, so ein bisschen... Und dann sehen wir uns, riechen wir uns im nächsten Video. Haut rein, ihr Bockwürste. Oh, die war so geil, die Bockwurst vorhin. Naja. Gut, Leute, haut rein. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Hat auf jeden Fall Bock gemacht. Bis dann. Servus.